Leute, wir sind gerade an einem übelst krassen Adler vorbeigefahren. Jetzt sind wir nochmal umgedreht und jetzt hoffe ich, dass wir ihn sehen auf der Kamera. Guckt mal. Nicht wegfliegen. Nein. Aber wir kriegen ihn nicht richtig nah dran, ne? Ein mega cooler Spot. Das war jetzt einfach ein Salzwassersee. Wie cool. Und der ist komplett ausgetrocknet und nur eine dicke, fette Salzkruste. Und das sieht so cool aus mit den Farben, mit dem roten Sand. Und dann kommt dieser weiße Salzwassersee und dann wieder ein bisschen Wüste. Schon ein sehr nices Plätzchen. Eigentlich wollten wir hier nur Pinkelpause machen. War schön. Also ich muss sagen, heute zieht sich die ganze Strecke auch ein wenig. Wir haben insgesamt ungefähr 470 Kilometer geplant und wir haben auch jetzt bald fertig. Aber heute bin ich ein bisschen müde davon. Also es ist heute ein bisschen langweilig. Aber das gehört eben auch dazu. Dafür freuen wir uns immer umso mehr auf den Abend und wenn wir ankommen und unser Essen zubereiten. Ich weiß auch schon genau, was ich heute zubereiten werde, weil wir haben ein bisschen Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Es gibt Wraps, Bohnen, Tomaten, Mais, Knoblauch, Zwiebeln und so weiter. Die Soße kocht und die Männer warten mit hungrigen Mägen. Warte auf mit hungrigem Magen. Aber die Soße braucht noch ein wenig. Die Männer schnibbeln immer und ich koche. Wraps sind fertig. Sieht gut aus, ne? So, wir sind gestärkt, wir haben gegessen und für heute verabschiede ich mich jetzt auch aus dem Camper. Es ist schon ein unfassbar cooles Leben, ich liebe es. Morgen geht die Reise weiter, wir machen uns weiter in Richtung Ayers Rock auf. Wobei, morgen werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen hier bleiben und auf Opalsuche gehen. Vielleicht filme ich das auch, das glaube ich ganz witzig. Das muss man einfach gemacht haben, haben wir gelesen, wenn man hier in diesem Ort vorbeikommt. Kuba Pedi oder Kuba Pedi heißt dieser Ort, also merkt euch das, wenn ihr in Australien seid, fahrt hier vorbei,
ist ja nicht so, dass Australien riesig wäre oder so. Fahrt hier vorbei und geht auf Opalsuche. Wir machen es auf jeden Fall morgen. Gehört mit zu unserem Abenteuer. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Vlog. Ciao.